dieser Saison von Beginn an im Tor bei Sturm steht, insgesamt zu seinem 6. Bundesliga. Es geht um vieles heute und dann vor allem auch auf der Bank und auch zwei junge, interessante Spieler vom FC Liefering. Und da ist für einen anderen jungen Spieler bei den Salzburg. Bernett. Wieder Christensen, starke gegen Dante. Kuhn. Jäger. Wollte da Dante einsetzen. Ihr typisches Spiel aufgezogen, aber jetzt im Rückstand zu sein, ist es speziell auch nach. Freistoß durch Brandon Aronson. Solé mit vorne, kommt aber mit seinen Vorderleuten. Dann eben hier das. Noch die Grazer versuchen relativ früh zu attackieren, aber dann ist eben auch der Platz für die Salzburger da. So ein Rückstand in der Bundesliga gewinnen. Das ist die Ligaspitze. Eine der drei Niederlagen gab es eben im November gegen Sturm. Da lag man zu machen, Risiko zu gehen. Aaronson. Also egal ob bei den Einwürfen oder bei den Chipbällen nach vorne, Kelvin Yeboah ist da eindeutig der. Dante gegen Aronson. Berisha. Jetzt könnte es wieder gefährlich werden. Es wird gefährlich. Stellungsfehler Wüttrich, Aronson. Christensen. Immer noch Rasmus Christensen. Gleichgezogen. Die beiden sind nun gemeins natürlich. Viel stärker da vorne. 16 Tore hat er in 14 Bundesliga-Position jetzt links in der Viererkette. Depu zentral im Mittelfeld. Sehr weit auf Berisha, Wüttrich aufmerksam, wieder Nemet gegen Aronson. Dann nachrücken. Berisha. Aronson, gutes Zusammenspiel mit Mergin Berisha. Die Flanke ist gut und dann wieder am Wettel. Schuss geblockt von Ingolic. Druck von Salzburg wird stärker. Aronson, Ramalho, Schützenauer. Und dann wieder ein Nockenweb. Ich finde, es ist ein unglaublich interessantes Spiel. Sturm versucht eben, dieses 2:0 möglichst lange zu halten. Irgendwie über.